Ja, so zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir haben beim letzten Mal hier in das Spiel eingestiegen und haben ein bisschen uns hier umgeguckt in dem Dschungel. Und meine Idee wäre jetzt, bevor ich hier weitergehe, dass ich tatsächlich nochmal zurückgehe und ja, ich weiß, das könnte jetzt ein bisschen langweilig werden, aber ich möchte in diesem Spiel auch farmen. Und Erfahrung mache ich, indem ich zurückgehe und nochmal Dinos platt mache. In den Bereichen. Das würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter erkunden. Gottes Willen. Käfer. Es sieht aus wie ein sehr altes Schild. Militäreinrichtung geradeaus. Raketensilo. Diese Route wurde aufgrund ungewöhnlichen Giftpflanzenwachstums geschlossen. Es ist geplant, die Pflanzen zu Beginn der nächsten Woche niederzubrennen. Genau, in diese Tür kommen wir nicht. Von der einen Seite aus verschlossen und kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Deshalb, liebe Leute, wir waren nämlich beim letzten Mal hier auch in diesem Wasserturm angekommen, haben hier einen mysteriösen Typen gesehen, mit einem Helm auf. Allerdings ist der vor uns abgehauen. Und ja, hier lebt also noch wer. Allerdings, Leute, erstmal bitte nochmal zurück. Ich möchte nochmal Dinos schnetzeln. Um einfach mehr Punkte zu kriegen, weil ich diese Plasmawaffe da haben will. So, liebe Leute, wenn wir nämlich zurückgehen, dann kriegen wir nämlich nochmal die Chance hier, genau, Dinos platt zu machen. Genau. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Weil wir haben auch gelesen, irgendwann kommen auch diese blauen Super-Dinos. So, Zweier-Kombo. Dreier-Kombo. So. Wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Tatsächlich ohne Musik, jetzt. Die Combo, die ist weg jetzt, okay. Ja gut, egal. Aber wie gesagt, Leute, ich möchte ein bisschen farmen. Ey, da seht ihr es, ne? Manchmal brauchen die tatsächlich drei Schüsse. Okay. Was ist jetzt hier? Hier kommt bestimmt noch einer. Ja, da. Und bitte ohne Schaden, Leute. Ich will nämlich, bevor ich hier weitergehe, tatsächlich diese Plasmakanone da haben. Und da kommt noch einer da oben. Zack, genau. Und hier unten auch nochmal so. Und ja, liebe Leute, während ich mich hier vor mich hinballere, freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Dino Crisis 2. Ach du. Kommt der einfach aus dem Busch da raus? Das ist ja wirklich wahr. Kommt der einfach aus dem Busch rausgesprungen und drückt mir Schaden rein? Das wäre so gut geworden, ey, Mann. Manno. Ah, gut. Gut, ach, da kommt schon wieder einer aus dem Busch raus hier. So, meine Güte. Wie gesagt, diese Pumpgun ist nicht die stärkste. Oh, die kann aber zwei auf einmal treffen. Das kann die Pumpgun, glaube ich, fast als einzige hier. Oh, da ist noch einer. Komm. Ah, liebe Leute, Sechser-Kombo. Das kriegen wir besser hin. Kommt. What the hell? Ach. So, ach, schon wieder. Das kann ja wohl nicht sein. Kommt da schon wieder einer aus dem Busch rausgesprungen, ey. Mann, 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 Mann. Objektheilung. Okay, nimm bitte ein kleines Medipack. Dylan. Genau, Leute, wir spielen Dylan in diesem Fall. Auf Regina kommen wir später noch. Genau. Und wie gesagt, wir sind hier in einem Dschungel festgehalten. Und, ja. Kommt her, ihr Penner-Dinos. So. So. So, und da oben ist auch noch einer. Ja. Ich habe gleich meine ganze Muni schon wieder fast verballert hier, aber ich möchte diese Waffe haben. So. Ah, die Combo war weg. Verdammt, Leute. Ja, man muss ziemlich schnell sein, um die Combo hier zu kriegen. Ihr seht, oh, ihr seht, dass die Combo-Zahl geht sehr schnell weg. Genau, und da ist noch einer. Oh. Da ist noch einer. So, Fünfer-Combo. Ist jetzt gar nicht mal schlecht. Okay. So, liebe Leute. Sechser-Kombo. Geil. Da ist noch einer. Da sind sogar noch zwei. Ja, komm ruhig her.
kommt ruhig her. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Komm schon, komm schon, komm schon. Zehner-Kombo. Oh mein Gott. Ach, da sind noch zwei. Geil, Leute. Zwölfer-Kombo. Oh mein Gott. Ich würde sagen, man muss immer hier hin und her laufen. Und irgendwann geben die Dinos dann auf. Dann gibt es hier tatsächlich keine mehr, so wie jetzt. Und wir haben eine 12er-Kombo. Das sollte jetzt noch einen ordentlichen Batzen an Punkten geben. Liebe Leute. Das sollte jetzt einen ordentlichen Batzen geben. Schaut euch das an. Ha, seht ihr das? 6000, Leute. 6000 Punkte nochmal dazu bekommen. Weil je mehr Dinos wir platt machen ohne Schaden. So. Hier sind nochmal normale. Okay. Oh, ich habe nur noch 16 Schuss. Das heißt, ich muss gleich mal wieder zu dem Computer da. Ja, das heißt... Oh Gott. Wow, 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 wow. Okay. Oh, Drecksvieh. So, ich habe nur noch 8 Schuss. Das ist das Problem. Ich hätte mir vielleicht noch ein Magazin kaufen sollen. Ja, man kann sich hier Magazine kaufen. Oh, noch 4 Schuss. Schade, Leute. Das ist ein bisschen blöd gelaufen jetzt. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen blöd gelaufen. Na gut. Jetzt kriege ich wahrscheinlich Schaden. Genau, jetzt kriege ich Schaden. Und wenn das passiert... Genau, Leute, wenn das passiert... Wenn die Lebensleiste oben rot ist, dann bluten wir. Das heißt, wir müssen... Objekt, Heilung. Wir müssen einmal Hämostat nehmen. Das ist nämlich ein Blutstiller und ein... kleines Medipack. Verdammt, Leute. Jetzt dreh dich doch um und mach hier den. So. Zweier-Kombo. So, ich muss jetzt mal wieder an den Computer. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal abhauen. Oder wartet mal, nein. Oder ich mach hier den hier. So. Genau, ich mach hier den hier. So. So. Flatsch, flatsch. So, und flatsch. Das macht doch Spaß, Leute. Na, ich weiß, da kommen jetzt immer welche nach. Ja, ich hau jetzt erstmal ab, liebe Leute, weil, wie gesagt, ich brauche, ein neues Magazin. Und genau deswegen, liebe Leute. So, da ist wieder ein normaler Raptor. Ja gut, ich hau hier erstmal ab, Leute. Ich brauche Muni, beziehungsweise die neue Waffe. Und, ja, liebe Leute, es kann sein, dass es ein bisschen langweilig wird hier für euch, aber ich möchte halt auch ja, möglichst viele Punkte sammeln. Und dazu gehört auch, dass wir alle Dinos platt machen hier. Alle, die hier so kommen. So. Hier kommen nämlich immer wieder welche raus. Das ist extrem viel hier. So, aber wie gesagt, ich mach noch einmal... Ich mache, wie gesagt, das Gebiet hier sauber. Und dann wollen wir gleich auch was Neues erleben. Ich weiß nicht, dann kommen diese blauen Dinos irgendwie doch nicht. Ja, keine Ahnung, wo die blauen Dinos bleiben. Das sind nach wie vor grüne. Ne? Also, wie gesagt, Leute, das reicht dann auch erstmal an Dinos platt machen. Ich möchte was Neues mit euch erleben. So, wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? 23.000, das heißt, wir können uns tatsächlich diese Plasmakanone kaufen. Oh mein Gott, wie geil, Leute. Wie geil. So, sehr schön. Dann sind wir jetzt hier im Wasserturm wieder, wo wir angefangen haben und... Gib mir die Plasmakanone. Gib mir diese Plasmakanone. Shop, Waffen, kaufen. So. Munition, bitte einmal nachladen. So. Magazin für die? Nee, eher für die, Leute, Magazine. Boah, aber da seht ihr eine 20.000, 5.000. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, wir waren jetzt hier in diesem Bereich noch einmal. Lasst uns mal ein bisschen weiter erkunden hier. So. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Rohre, okay. Ja, aber diesen Wasserturm. Geht da hoch, da oben liegt ein Medipack. Dylan. Genau, Dylan haben wir hier.
Ein Wiederbeleber, okay, interessant. Ja, die können wir hier in diesem Teil leider nicht mischen. Ja. Es ist ein Wassertank. Die Oberfläche ist stark korrodiert. Kein normaler Rost. Ist wohl eher vom Regen in dieser Welt verursacht. Aha, okay. Ja, also hier gibt's auch wohl speziellen Regen. Sehr interessant, ey. Interessante Story, ja, dass man hier auf einmal in eine andere Zeit reist durch so ein Zeittor. Das ist auch interessant. Okay. Wechsel die Hauptwaffe auf die Plasmakanone. Sehr schön, Leute, weil das Ding ist übelst mächtig. Sehen wir auch jetzt. Passage zur Militäreinrichtung 1. So. Schaut euch das an. Zack. Die sind mit einem Schuss weg. Und wir können hier, während wir laufen, können wir hier die Dinos platt machen. Genau. Und, da, genau. Da. Hier hinten. Oh, ach du. Hat hier wieder einer Schaden gemacht an mir. Verdammte Kacke. Gut, ich muss hier nochmal raus. Ich würde so gerne keine Schadenspunkte kriegen, aber... Ha, seht ihr das? Konter. Leute, Konter. Hallo? So. Die Plasmakanone, ey, die macht so einen Schaden. Das ist unfassbar. So, kommen jetzt nochmal welche? Ne, wir haben hier alle... Oh, das wollte ich jetzt nicht. Nimm bitte das mittlere Medipack. Oh, was haben wir denn hier? Ein Auto. Unrat blockiert den Pfad zum Tunnel. Dort scheint auf einigen Betonstücken eine Art Moos zu sein. Alles schon sehr lange verlassen hier. Da ist noch einer. Ah, der hat mich jetzt erschrocken. Es ist ein Jeep zum Transport von Material. Sieht aus, als sei er seit Jahren nicht bewegt worden. Ah. Da ist noch einer. Und zack. Oh mein Gott. Oh, da ist noch einer. Oh, ho, ho. Hier kommt einiges an Dinos raus. Und dann ihr. Ah, genau. Schöner Konter. Ach, du Penner. Ey, wenn ich jetzt wieder hier blute, ne? Oh, verdammt. Verdammt, ich blute jetzt hier wieder. Wegteilung. Ich habe kein Hämostat. Das ist jetzt blöd. Das ist echt blöd. Volle Heilung, kein Hämostat. Weil wenn wir jetzt nämlich bluten, zu lange, dann kommen hier auch die Moskitos an und beißen mich. Das zieht hier auch Leben. Und dann hoffe ich mal, dass die... hey, was soll ich sagen? Die Blutung bald aufhört. Wobei, wir sind ja in der Nähe von einem Computer. Ich kaufe mir einfach einen Hämostat jetzt hier. So, Hämostat und lad mal meine Waffe auf. So, Shop, Heilung, Hämostate bitte zweimal. So, und einmal Waffen. Haben wir nichts Neues, klar. Munition, nachladen. 450 Punkte. So, und wir können hier tatsächlich ein Magazin kaufen. Ja, die 100er, die sind da am effektivsten, ne? Wenn ich mir ein 100er hole. Ja, gut, aber ich meine... Hol dir das 20er, komm. ich glaube, mehr brauche ich hier auch nicht. So, dann nimm bitte das Hämostat. Objektheilung. Hämostat. Und bitte ein kleines... Ja? Nee, komm. Nee, nee. Gut, Leute. Dann gehen wir mal weiter hier. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich diesmal keinen Schaden bekomme. Passage zur Militäreinrichtung. Und, die kommen hier aber auch angeschissen, ne? Wirklich aus jeder Ecke kommen die hier. So. Genau. Die Reichweite von den Dingern ist halt nicht groß, aber... So. Meine Güte, ey. Die kommen hier echt aus allen Ecken angekackt. So. Ha, seht ihr das? Den habe ich sogar noch mitgekriegt. Da. 7er Kombo. Ha. Wow, Leute. Oh. 10er Kombo. Wie geil. Okay. Haben wir jetzt endlich mal gleich mal... Ohne Schaden! Oh.
Oh, das war knapp. Der war knapp, Leute. Okay. Puh. Silver-Kombo. Nein! Ach du. Das war der Letzte, der hier rum... Oh nein! Das war der Letzte, der hier rumgetüppelt ist und der hat mich nochmal getroffen. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Passage zur Militäreinrichtung 2. Das kann doch nicht sein, Leute. So, da kommen wieder welche. Oh, der kann nicht nach unten schießen. Der kann nicht nach unten schießen. Doch, okay, kann er. Seht ihr das, Leute? Drei auf einmal. So. What the hell? Boah. So, ui. Boah. Der hat mich echt erschrocken hier. So. Und hier, komm. So. Ist da noch einer? Da ist noch einer. Komm, und hier ist auch noch einer. Ich mach die alle hier kalt, ey. So. What the hell? Oh, so. Das sind echt einige. Oh, schöne Aussicht. Schaut mal. Wir hängen hier im Gras rum. Na komm. Boah, Leute. Bitte keinen Schaden jetzt hier. Keinen Schaden, bitte. So. Boah. 18er Kombo, Leute. Geil. Das gibt schön viel Punkte jetzt gleich. Und ich hoffe diesmal auch ohne Schaden. So. Puh, 20er Kombo, ey. Nicht schlecht, Leute. Okay, geil. Wir haben's. Sehr schön. Wunderbar. Okay, was haben wir hier? Zelte. Was? Beschädigte Gegenstände liegen zwischen den Zeltteilen. Vielleicht wurden in diesem Ort Feldübungen abgehalten. Ja, das kann sein, das ist mitten im Gras, ne? Mitten in den Feldern hier. Okay, und was haben wir hier? Hier vorne haben wir nichts. Okay. Was? Ein Haufen Holz ist aufgestapelt. Das Holz stammt nicht aus diesem Dschungel. Aha. Die hatten also ein Zeittor hier. Höchst interessant, Leute, wirklich. Okay, was haben wir hier? 6000 Punkte Militäreinrichtung Vorderseite. Cutscene. Was zur... Oh, nö. Nö, Leute. Ach, du Scheiße. Oh. Der hat doch seine Wunde im Auge. Ach, du Drecksvieh. Da beleidigt uns das auch noch. Ein Auge. Ein Auge. Okay. What the hell? Okay, vor dem müssen wir einfach abhauen. Weil, den können wir nicht beschädigen. Geht nicht, Leute. Das können wir vergessen mit dem. Wir müssen hier echt... Wow. Das Drecksvieh, ne? Das Drecksvieh hat uns im ersten Teil schon so genervt. Boah. Komm, nimm das Medipack. Nimm das Medipack. Ein großes Medipack. Danke. Und, ja, einmal hier durch, bitte. Ach, Dylan. Geh hier durch, komm. Und lauf. Oh mein Gott. Puh. Okay, geschafft. Boah. Was ein Drecksvieh. Ui. Was? Okay. What the hell? ja, da waren diese Helmmenschen wieder. Ne? Und die wollen irgendwie nicht, dass wir hier sind. Sehr interessant. Und die haben auf uns geschossen mit so komischen Discs. Aber wir sind natürlich cool, wie wir sind ausgewichen. Und der T-Rex läuft da draußen rum. Ey, oh Mann. Das kann mir aber gar nicht wieder was geben mit dem. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, das Symbol der dritten Energieentwicklung ist auf der Flagge. Ja, wir sind in einer Forschungseinrichtung. Okay, oder Militär oder was? So, hier kommen, glaube ich, Dinos. Warte mal, was ist das hier? Das Symbol der dritten
Oh, was? Das Symbol der dritten Energieentwicklung und der Name der Einrichtung sind darin abgebildet. Stadt der dritten Energieforschung, Edward City. Militäreinrichtung, okay. Hier kommen jetzt auf einmal Dinos gleich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So Edward City, genau. Das, hier gibt es also auch eine Stadt. Ihr merkt schon, wir rennen viel mehr draußen rum hier, als in einem Gebäude, wie im ersten Teil. Auf dem Tisch liegt etwas, das mit Staub bedeckt ist. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Ja, schaut mal. Tyrannosaurus Rex. Dieses Drecksvieh, ey. Bedeutung, tyrannischer Echsenkönig. Länge 14,5 Meter, Höhe 4,8 Meter. Beobachtungsbericht. Wie schon der Name ahnen lässt, sind sie die größten Fleischfresser auf dem Festland der Kreidezeit. Sie haben einen starken Jagdinstinkt und sind ständig auf der Suche nach Beute, um ihren gigantischen Körper zu versorgen. Ja, das stimmt. Der T-Rex ist aufgrund seiner Unbitterlichkeit absolut tödlich. Sobald er eine Beute erspäht hat, verfolgt er sie gnadenlos. Das stimmt. Ein Soldat berichtete von einem T-Rex, der durch das Wasser schwamm, um seine Beute zu verfolgen. Was? Die können schwimmen? Okay. Ihre Wildheit ist legendär. Nachdem sie ihr Opfer wie ein Spielzeug behandelt haben, erledigen sie es mit einem einzigen tödlichen Biss. Ja, das hatten wir im ersten Teil mit dem Forscher. Kampfhinweise. Wir haben noch nie gehört, dass jemals ein T-Rex getötet wurde. Soldaten, die das bisher versucht haben, starben bei dem Versuch. Ja, es gibt sehr wenig Daten von Kämpfen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Ich will mich auch nicht mit dem T-Rex anlegen hier. Man kann den Schluss ziehen, dass der T-Rex keine klaren Schwächen hat. Es wird gemunkelt, dass es eine Person gibt, die einem T-Rex entkommen ist. Sie war kein Soldat, sondern eine einfache Agentin. Wir wissen, wer das ist. Im ersten Teil, Leute, Regina. Wir sind von einem T-Rex abgehauen. Angeblich war sie sehr attraktiv und circa 20 Jahre alt. Diese Info mit Humor. Ja, Regina ist schon hübsch. Schon hübsch, muss ich sagen. Ja. Rothaarig, passt. Was? Es ist ein Empfang. Es scheint, hier hat jemand ziemlich lange niemand mehr gegessen. Hier würde ich auch nicht essen wollen, Leute. Es sieht ein bisschen eklig aus hier. Das Dach ist zerstört und der Stahlrahmen verbogen. Die Tür ist blockiert. Du kannst hier nicht durch. Okay. Dann gucke ich mal kurz auf die Karte, wo wir hier sind. Ach, Militäreinrichtung, Leute. Schaut mal. Und jetzt können wir hier in den Dschungel gehen. Und wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wir sind in einer Militäreinrichtung. Okay, allerdings sind die Gebäude hier wesentlich kleiner als im ersten Teil. Das kann ich euch ja schon sagen. Militäreinrichtung Korridor. Aha. Bäh. Ach, schon wieder diese ekligen Kakerlaken, ey. Ja, das war diese Regierungseinrichtung hier. Was? Dem Personal wird eine Nachricht zur Kenntnisnahme gesendet. Medizinische und ähnliche Versorgungsmittel sind aufgebraucht. Oh. Bitte kooperieren Sie beim Sammeln von wilden medizinischen Pflanzen. Die medizinische Station. Ah, die hatten also keine Medizin mehr hier. Okay. Interessant. Hatten keine Medizin mehr, das heißt, die sind hier echt abgeschnitten worden. Okay, was haben wir hier? Medizinische Station. Oh, ein Safe Room. Oh mein Gott, ein Safe Room. Ach, yo, mit der geilen Mucke. Ach, herrlich. Hier werden die allgemeinen medizinischen Bücher und Patientendaten aufbewahrt. Es wurden viele Symptome beschrieben, die zuvor nie beobachtet wurden. Tja, das ist ja normal, wenn man hier in einer anderen Zeit ist, ne? Ach du Scheiße. Es ist ein Schrank, in dem Medizin und Chemikalien eingefroren werden. Ach du Kacke, was ist denn hier? Das Fleisch wurde vom Magen bis zum Bein abgerissen.
Sieht so aus, als ob schon ein paar Jahre seit seinem Tod vergangen sind. Oh Mann, Leute. Was haben wir hier? Ein Dokument. Unterlagen des Doktors. Von Dr. Kirk, Leute. Heute ist wieder einmal der 14.1., der Tag, an dem der Zwischenfall mit der dritten Energie geschah und wir hier in dieser Zeit gestrandet sind. Okay, also sie sind tatsächlich in einer anderen Zeit gestrandet, okay. Dies ist nun der 10. Jahrestag und jedes Mal fühle ich mich so verzweifelt wie beim letzten Mal. 10 Jahre haben die überlebt, oh Mann, krass. Die medizinischen Versorgungsgüter sind alle schon im ersten Jahr verbraucht worden. Seitdem haben wir zum Herstellen von Medizin wilde Kräuter gesammelt, deren Auswirkungen ich nicht kenne. Oh je, wilde Kräuter, Resident Evil und so. Sie wurden jedoch benutzt, um die Wunden der Soldaten zu heilen, da wir sonst nichts tun konnten. Außer als auf unsere Betten zu warten. Oh Mann, ey. Dr. Kirk, was machst du denn auch? Warum sind sie nicht gekommen, um uns zu retten? Ich habe die letzten 10 Jahre über diese Frage nachgedacht und bin zu dem folgenden Schluss gekommen. Die Zeitverschiebung wurde durch den Overdrive der dritten Energie verursacht. Naja. Also das, was im ersten Teil passiert ist, wo die ganze Einrichtung hops gegangen ist, ist jetzt nochmal passiert. Kirk, warum lässt es mich? Unsere Erforschung der Technologie war jedoch nicht weit genug, um die Folgen des Zwischenfalls wieder rückgängig zu machen. Selbst Jahre der Forschung würden nicht reichen. Tja, Kirk, was machst du denn auch? Ein Zeitfehler von 10 oder 20 Jahren ist angesichts eines Zeitsprungs von 65 Millionen Jahren unbedeutend. Das stimmt. Aber dieser Fehler, diese Zeitdifferenz, könnte alles für uns bedeuten. Wir hätten niemals mit etwas so Gefährlichem spielen dürfen. Na, immerhin siehst du es ein. Kirk, immerhin siehst du es ein. Hier sind große Blutflecken. Immerhin hat das eingesehen, dass das scheiße war, was er gemacht hat. Immerhin. Okay, dann haben wir noch einen PC, den nehme ich gleich. Ah! Oh Gott. Überall diese Kakerlaken hier, ey. Ja, ich weiß, wir sind ein bisschen drüber über der Zeit, aber ich möchte diesen Raum noch erkunden. Oh. Ein Wiederbeleber. Sehr schön. Hier werden medizinische Geräte gelagert. Es sieht so aus, als ob alle Heilmittel aufgebraucht wurden. Ja, so haben die hier 9 Jahre mit natürlichen Medizin überlebt. Okay, krass. Die Flaschen für die Medizin befinden sich hier. Sie sind fast alle leer. Okay. Ah, oh, die Mucke ist so geil hier. Oh, das ist ein Schlüssel. Du hast Schlüssel. Einfach ein Schlüssel. Teile der Matratze wurden herausgerissen. Auf ihrem Rest sind Blutflecken. Boah, schaut euch das an. Da ist ein Skelett, Leute. Boah. Er muss im Schlaf angegriffen worden sein. Es gibt kein Zeichen von Widerstand. Boah, alle hier total verendet, ey. Wo soll hier noch ein Überlebender sein? Na gut, Leute, ich gucke mir jetzt als letztes noch diesen Computer an. Shop, Waffen. Haben wir nichts Neues. Heilung, brauchen wir nicht. Muni? Ja, lad mal nach. So, dann habe ich jetzt 13.000 Punkte. Könnte ich mir noch mal ein Magazin holen, aber brauche ich nicht. Ich spare lieber. Wartet mal, gibt's hier Werkzeuge? Nein, okay. Ich spare mir die Kohle lieber auf für neue Waffen. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, in Anbetracht dessen, dass die Folge schon ziemlich voll ist, würde ich sagen, wie es hier weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.